Eine absolute Neuheit haben wir hier auf der CMT von Jottiline. Und der Bashar möchte uns das Ganze heute ein bisschen näher zeigen. Hallo, genau. Bashar. Hallo Sandra, Kenny. Ja, so, wir haben hier der Neuheit von Jottiline natürlich. 6 Meter oder 5,98 Meter von der Länge auf Ford-Basis. Mhm. Ein Kastenwagen auf Ford-Basis, möglich auf Schalt- oder Automatikgetriebe zu bestellen. Und das Ganze für rund, ja, ich runde mal auf 60.000 Euro. Ist eigentlich ein sehr, sehr guter Preis. Also wir haben hier den Backvan Ford Exclusive. Also anstatt die 7.900 haben wir den für 4.000 und es ist zu viele Ausstattung dabei. Auch die 170 PS Motorbetrieb wäre auch included. Und hier haben wir Schaltgetriebe oder Automatikgetriebe? Es ist Schaltgetriebe, aber möglich auch Automatikgetriebe zu bestellen. Roundabout 2.000 Euro. Mhm. Also ja. Für 62.000 haben wir ein voll ausgestattetes Fahrzeug von Jottiline. Ja, komm, wir gehen einmal in den Heckbereich. Genau. Das ist die Ausstattungsvariante Exclusive. Das ist der 60 FT. Und wir haben extra schon etwas umgebaut, damit ihr die Variante auch mal seht, in dem Zustand, wenn man eben nicht den Schlafbereich vorbereitet hat, sondern eben den Laderaum benutzen möchte, zum Beispiel für E-Bikes oder wenn man mal ins Möbelgeschäft fährt, hat man hier auch ordentlich Platz mit dabei. Und wenn man das wieder auseinanderklappen möchte, ganz easy, hat man die Polster schon bereit. Vielleicht kannst du uns dann noch hier so ein bisschen was zeigen. Genau, also hier haben wir die Gasflaschen, ganz normal. So, eine Gasflasche, 11 Kilo. Warum? Weil wir einfach eine Dieselheizung hier haben, so 4er Kombi-Dieselheizung. Und fürs Fahrzeug benötigen wir Gas nur fürs Kochen, weil wir haben auch einen Kompressor-Kühlschrank dabei. Mhm. Das bedeutet, das Fahrzeug ist komplett gasfree bis zu Gaskocher vorne. Und hier haben wir Einen kleinen Schrank. Mhm. Also das muss ich sagen, macht Jottiline echt gut. Jeder Raum wird als Stauraum optimal genutzt. Also wirklich, wirklich cool. Und auch noch zusätzliche Beleuchtung, wenn man die, muss man wahrscheinlich mit dem Schalter betätigen. Den muss man halt vorne an dem Panel anschalten. Es ist auch mit 12 Volt gebunden, also vorne an dem Panelchen. Was haben wir hier noch? Hier haben wir auch nochmal Stauraum und hier ist wahrscheinlich noch eine Technikklappe für... Darunter ist normalerweise ist, der Frischwassertank. Hier sitzt er da und hier haben wir so ein kleine Staufächer fürs Hintenheck und natürlich ganz genau oben auch zwei Schränke und in der Heck vorne auch einen Kleiderschrank. Mhm. Also praktisch gelöst und mir fällt auch auf, eine Rückfahrkamera hat das Fahrzeug auch, dass man Das Rückfahrkamera ist es in dem Ford-Paket dabei. In dem Ford-Paket ist auch natürlich die Jalousien und der Insektschutz serienmäßig dabei bei jedem Fenster, der Dachfenster oder auf die Aufbautür auch. Gut, dann gehen wir mal hinein. Na, Tür einmal zu. Auch hier nochmal, was mir auch aufgefallen ist, ist natürlich das Fliegengitter hier zusätzlich mit so einem Kunststoffschutz, um das Ganze natürlich auch im Eck abzudichten. Ne? Einmal nochmal aufschieben. Auch sehr schön finde ich hier überall die Details, dass Jottiline auch nochmal präsent ist. Ja, Flo zeigt euch gerade noch das Datenblatt. Also Jottiline aus Italien, aus der Toskana. Dann nehme ich hier einmal Platz. Auch hier wirklich geräumt. So, fangen wir erstmal bei Ford. Ganz normale Ford-Fahrerhauskabine mit Ford-drehbare Sitze. Auch höhenverstellbar natürlich. Und wir haben hier den Ford mit Lenkradbedienung, die neue Ford-Maschine auf dem Markt. Wir haben natürlich auch den Xcent-Navigationssystem auch mit dabei.
und die Fahrerhausplissés. Fahrzeug ist 170 PS, Schaltgetriebe möglich, können wir auch auf Automatik bestellen. Mhm. Und da noch die schaltzentrale Tonerheizung, hatten wir ja schon gesagt. Ah, genau, und hier? Das ist ein Bedienpanel fürs Fahrzeug und die Truma 1 Ready Heizung. Es ist hier Dieselheizung, 4er Kombi. Und dann sehen wir hier, haben wir auch eine extra große Arbeitsfläche. Lange Arbeitsplatte, genau. Und hier haben wir den Kühlschrank. Es ist ein Kompressorkühlschrank mit Gefrierfach. Und hier? Da haben wir aber kein extra Brett, das wir ausfahren können. Nein, hier nicht. Dafür haben wir natürlich auch die Länge von Arbeitsfläche hier. Mhm. Die haben das einfach hier integrierter gemacht, besser gemacht und größer. Und dieses Bedienpanel, ist das vom Kühlschrank? Oder das ist wo? Das Kühlschrank-Bedienpanel, genau. Ah. Zum Ein- und Ausschalten natürlich. Es ist auch hier einfach neu gemacht. Das ist ein neues Design. Anstatt das hier einfach oben zu machen, beim Kühlschrank haben die ein bisschen Platz gespart, damit der Kühlschrank ein bisschen größer wirkt. Ja, cool gemacht. Coole Lösung. Auch hier nochmal zwei Gaskochfelder, Waschbecken, Licht. Also alles, was man braucht. Schön finde ich auch hier diese Ablageflächen, dass man hier zum Beispiel Gewürze oder was man so in der Küche braucht zum Kochen schön griffbereit hat. So, das Gute bei diesem Fahrzeug ist, dass der auf Ford-Basis und da merkt man schon, die Innenraumstühlhöhe ist ein bisschen anders so wie bei Fiat und bei Citroën. Ja, welche Höhe haben wir hier? Also hier haben wir ungefähr 2,05 Meter von der Höhe, boah. Innenraumhöhe. Also auch für große Personen genau, optimal geeignet, für, ne? Für große Personen ist optimal. Ford ist bekannt, dass sie eine bessere Fahrerhauskabine haben, bessere Sitze haben, so tiefere Sitze für die große Leute und Innenraumstühlhöhe. Ja, und auch hier im Badezimmer nochmal Schiebeelement und Kombibad. Das heißt, das Ganze kann man einmal genau, umklappen. Das Ganze kann man schon einfach umklappen. Es ist ein Schwenkbad, entweder als Badzimmer benutzen oder als Toilette. Auch hier nochmal Abstellflächen für Duschgel. Und das Ganze wird dann nochmal magnetisch arretiert. Auch hier nochmal zusätzliche Ablageflächen und ein Fenster. Mache ich mal die Schiebetür zu. Das finde ich ja echt cool, dass Schiebeelemente nochmal im Trend sind. Ich mag Schiebetüren irgendwie. Gut, dann gehen wir nochmal raus. Oder möchtest du uns noch was Besonderes zeigen? Also hier ist es auch genauso wie der 60T sozusagen, die gleiche Sitze. Wir haben auch hier einen Notschlafbereich. Das bedeutet, wir können einfach das Ding auch unten montieren, um eine Liegefläche hier zu bekommen. Für einen Notschlafbereich, also möglicher für 3 Schlafplätze in dem Fahrzeug. Geeignet aber auch natürlich für 4 Personen. Wir haben 4 Gurtplätze dabei, mit Isofix sind die auch vorbereitet. Mhm. Und hier auch nochmal Touch Me. Kein Touch, da kann ich touchen. Gut, Jotty Line. Wir gehen nochmal raus. Also für rund 60.000 Euro. Genau, roundabout 60.000 Euro. Ohne Automatik ist es Schaltgetriebe. Sagen wir, wie ich gesagt, um die 2.000 Euro. Dann hat man ein komplett ausgestattetes Fahrzeug mit Automatik 170 PS. Mhm. Also, wenn euch dieses Fahrzeug gefallen hat, dann könnt ihr euch bei La Marca melden. Wo seid, ist denn euer Geschäft? Also wir sind aus La Marca, aus Landsberg am Lech in Bayern. Mhm. Ja, also einfach mal bei Google eintippen, La Marca. Und das hier ist der Bashar, der uns das Fahrzeug vorgestellt hat. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Danke euch fürs Zuschauen und bis bald.